hi Tyrone hier, was geht bei dir? Ich bin ehrlich mit dir, ich sehe ziemlich fertig aus. Ich bin auch gerade erst wach geworden, um 11.44 Uhr, Mann. Ich habe eine lange Nacht gehabt, Mann, verdammt nochmal. Trotz allem, wir gehen wieder hin und machen ein Video, für was würdest du dich entscheiden? Vergiss nicht, lass ein Like da, denn pro Like gibt es 1 Euro, Bruder. Und ich weiß immer noch nicht, wer den bezahlt, aber trotzdem, let's go! Würdest du eher die Zerstörung eines wunderschönen Naturwunders miterleben oder das Aussterben einer bedrohten Tierart sehen? Ah, ich nehme Aussterben einer bedrohten Tierart, denn wenn du Naturgebiet zerstörst, sind wir ehrlich, bedenkt das, sind es nicht nur 1000 Tiere, sondern zigtausende Tiere. Und wenn ich ehrlich bin, da wird wahrscheinlich Land für die Menschen hinkommen. Häuser und alles Mögliche. Deswegen sage ich lieber Aussterben der bedrohten Tierart, obwohl es trotzdem ein A-Loch-Move ist. Aber wenn sie schon bedroht sind, sind es nicht mehr so viele Tiere. Verstehst du? Wie da oben bestimmt 10.000, Mann. Komm, was nehmen die an? Bruh. Die Fähigkeit verlieren, Emotionen zu fühlen oder überwältigende Emotionen haben. Die Fähigkeit, Emotionen zu fühlen. Ich habe keinen Bock zu weinen oder was immer. Da wäre ich aber ein NPC, ein Roboter. Bruh. Okay. Pff. Die Macht, einen verstorbenen geliebten Menschen für einen Tag zurückzubringen, aber ein Jahr deines Lebens opfern oder sie nie wiedersehen. Ein Jahr meines Lebens, komm. Ihr müsst halt verstehen, in diesem Jahr, also 365 Tage ist viel. Aber ich glaube, für einen Tag, wenn Mama, Oma oder Opa verstirbt, wir wissen alle, wir werden alle traurig sein und niemand hat... Aber ich bin ehrlich mit euch. Ich bin hundertprozentig ehrlich. Du wirst immer dieses Gefühl haben, Digga, ich konnte denen nicht gescheit Tschüss sagen. Okay. Von jemandem, dem du vertraust, verraten zu werden oder jemanden, den du tief liebst, zu verraten? Von jemandem, dem ich vertraue. Denn es ist schon passiert, Digga. Es ist schon passiert, Mann. Verstehst du? Von jemandem, dem ich vertraue, weil ich weiß schon, wie ich damit umzugehen habe. Verstehst du? Deswegen, von jemandem, den ich vertraue. Okay. Die meisten so wie ich. Immer die schmerzhafte Wahrheit über alles wissen oder in seliger Unwissenheit leben. Wir leben schon in seliger Unheit. In seliger Unwissenheit. Weil, guck mal, medienmäßig haben wir kein Wissen, ob das wirklich stimmt oder nicht, ob die Inflation stimmt, ob das wirklich so krass ist, wie es sein soll, ob die Politik wirklich so stimmt, wie sie das alles macht. Das sind alles so Fragen. Wir leben in der Unwissenheit. Verstehst du? Deswegen, wer auch immer hier nicht blau nimmt, wow, keine Antwort dazu, man. Ja, ist logisch. Digga, wir leben in Unwissenheit. Wir wissen gar nichts. Also, wir wissen vielleicht ein paar Sachen, ja, ein Apfel wächst an einem Apfelbaum, bla bla, aber trotzdem, wir wissen nicht viel. Würdest du eher niesen müssen, aber nie tatsächlich niesen? Oder jedes Mal lachen müssen, wenn jemand um dich herum weint? Ich lache jetzt schon, Bruder. Definitiv lachen. Lachen ist gesund. Es ist halt nur, guck mal, du wirst wissen, ich werde nie zu einer Beerdigung gehen. Ich werde, wie gesagt, Beerdigung ist fertig, Schluss, aus. Niemals würde ich da hingehen. Was ist noch so ein trauriger Moment? Ja, gibt's noch? Irgendwas, wo richtig, richtig traurig ist? Oder wenn jemand seinen Job verliert? Digga, du darfst eigentlich, sind wir ehrlich, Frauen sind emotionaler als Männer, oder zeigen es. Die zeigen, dass sie emotionaler sind
Und du hast eine Partnerin und die fängt an zu weinen und es ist wirklich ernst und du fängst an zu lachen, Digga. Also wirklich tot aus. So richtig kaputt lachen. Kritisch. Aber ich nehme blau. Ich nehme lieber lachen. Okay. Nur in Emojis kommunizieren können. Oder deine Stimme klingt jeden Dienstag wie ein Streifenhörnchen. Emojis, Bro. Emojis. Nehmt heutzutage auch schon... Streifenhörnchen. Wie hört sich eigentlich ein Streifenhörnchen an? Quiek, quiek, oder? Wie macht ein Streifenhörnchen? Die hören sich... Quiek, 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 eine Rückspultaste für dein Leben haben oder eine Pausentaste für die Welt um dich herum haben. Ich denke gerade an die guten Zeiten. Also es sind immer gute Zeiten. Sagen wir mal, es gibt immer gute Zeiten, sagen wir mal so. Jetzt nicht, dass ich negativ bin. Aber ich glaube, ich nehme eine Rückspultaste für mein eigenes Leben. Pausieren? Ist schon brutal. Aber, guck mal. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, alleine nur Gaming, gab es ein Spiel Call of Duty Black Ops. Ich wünschte, ich könnte diese Zeit wieder erleben. Einfach wieder zurückspulen, einfach wieder erleben. Meine ganzen, ja, die jungen Jahre halt nochmal durchgehen. Deswegen nehme ich Rot. Okay. Ein fliegendes Auto haben, das nur so schnell wie ein Fahrrad fahren kann. Oder einen lebenslangen Vorrat an Pizza haben, der immer leicht zu kalt ist. Bro, dein Ernst? Leicht zu kalt? Muss man das noch reinbringen? Also ein fliegendes Auto. Wenn ich der Einzige auf der Welt bin, der ein fliegendes Auto hat, würde ich das fliegende Auto nehmen. Ich würde dann, wie gesagt, ich würde dann Leute gucken lassen, sagen, hey, guck dir das Auto an, Tausender. Darfst du hier mal 10 Minuten damit rumfahren? Ja, kostet 1000 Euro. Kannst dir sogar die Technologie angucken, wie das Ding fliegt. Es fliegt halt nicht schneller als ein Fahrrad. Und bam, ich würde immer wieder Geld machen. Verstehst du? Ja, ich nehme das fliegende Auto. Pizza leicht zu kalt ist einfach kritisch. Jede Sprache fließend sprechen können. Aber nur während des Singens oder die Fähigkeit haben, mit Tieren zu sprechen. Aber sie können nur über das Wetter sprechen. Ich weiß schon. Yo, Bruder, warum schneit es heute, Mann? Es waren gerade 60 Grad draußen. Also wenn sie in Deutschland leben, da werden sie sich nur aufregen. Da weiß ich ganz genau Bescheid. Ich kann nicht singen, deswegen bin ich gerade am Tüfteln. Soll ich lieber mit Tieren reden? Ich rede mit Tieren. Mit Tieren, Mann. Jeder denkt, dass ich verrückt bin, aber Tiere. Ja, safe. Würdest du eher von einer übernatürlichen Entität verfolgt werden, die dich niemals einfangen kann, oder von einem bösartigen Geist verfolgt werden, der dir überall hin folgt? Geist? Von der Theorie her kannst du gar nicht sehen. Den Geist kannst du gar nicht sehen. Von einer übernatürlichen Entität. Ja, wie gesagt, Entität. Ich nehme Geist. Der soll mich überall hin verfolgen, Digi. Ich nehme Geist. Was nehmen die meisten? Okay. Die Macht haben, das Datum deines Todes zu sehen, aber nicht in der Lage zu sein, es zu ändern. Oder deiner eigenen Bestimmung unbewusst bleiben. Was? Deine eigene Bestimmung unbewusst sein? Also mit dem Tod ist halt immer so, ihr müsst verstehen, ihr wisst was. Zum Beispiel, ihr habt jetzt spezifische Informationen bekommen, wo ihr wisst, okay, dein Kollege geht und da drauf. Du wirst ganz nervös. Also wie gesagt, das ist kritisch. Nee, ich will einmal meinen Tod nicht wissen, deswegen nehme ich blau. Ich habe gar keine Ahnung, was es überhaupt bedeutet. Blau. Deine eigene Bestimmung unbewusst. Ja, wie gesagt, mein Tod will ich nicht wissen. Die Zerstörung des gesamten Universums miterleben oder die letzte Person auf einem kargen Planeten sein.
Was ist ein Kargen? Ich habe das Wort noch nie gehört. Ich bin 28 Jahre alt. Kargen. Das bedeutet bestimmt ein zerstörten. Störtes Planetchen. Die Zerstörung des gesamten Universums. Ah, es sind die Zerstörung des ganzen Universums, weil dann gehe ich auch mit drauf, Digga. Safe. Immer Geister sehen können oder immer von einer mysteriösen Schattenfigur verfolgt werden, die niemand sonst sehen kann. Immer Geister sehen. Da gab es schon tausende von Serien, die waren eigentlich richtig gut. Oder waren okay, sagen wir mal so. Ich nehme immer Geister sehen. Ist einfach viel besser, Diggi. So wirst du immer verfolgt von irgend so einem Dings. Ah, Bro, nee. Bin eh schon schreckhaft genug. Eine unbegrenzte Akkulaufzeit auf all deinen Geräten haben oder kostenloses WLAN, egal wo du hingehst. Kostenloses WLAN. Kostenloses WLAN. Unbegrenzt Akku? Warum, Digga? Guck mal, wie schlecht das WLAN in Deutschland ist, Digga. Guck mal, pass mal auf. Okay, heute habe ich Empfang. Gestern, ich bin ehrlich mit euch, ich wohne eigentlich nicht in Buxtehude oder ziemlich, oder irgendwo, ich wohne am Dorf, okay, bin ich einfach. Aber, Digga, ich habe hier normalerweise immer Empfang. Gestern, ich habe gar nichts gehabt. Mein Internet ist ausgegangen, alles Mögliche. Und genau in dieser Zeit wollte ich mein Video hochladen. Hat mich abgefuckt. Bin ich ehrlich mit euch? Digga, wie gesagt, ich nehme Internet überall. Internet überall. 30%, das ist wirklich kritisch. Aber ey, viele Leute nutzen das Internet heutzutage nicht mehr.